Einen wundervollen guten Abend, liebe Freunde. Freut mich sehr, dass ihr wieder alle so zahlreich hier am Start seid, denn heute werden wir etwas extrem Cooles machen, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Aber warten wir erstmal ab, ob die Technik mitspielt. Und an der Stelle schon mal sorry, ich bin ein paar Minuten zu spät. Upsi, stupsi. Aber da bin ich jetzt, Leute, ne? Besser spät als nie ist meine Devise. Das habe ich auch damals immer gerne meinem Arbeitgeber gesagt. Aber das fand er nicht so gut. Hören dich. Wunderbar, Leute. Vielen Dank für die Info. Dann würde ich sagen, ohne lange Zeit zu verschwenden, wechseln wir mal die Szene. Und, ihr habt hoffentlich alle eure Post-its draufgeklebt. Und zwar genau jetzt. Hallo, Leute. Schön, dass ihr alle nochmal da seid. Hier von Angesicht zu fast Angesicht. Hier zu einem neuen Let's Build Hogwarts Livestream an diesem Dienstagabend um 19 Uhr. Und Dienstag bedeutet was? Genau, Let's Build Hogwarts Zeit. Und wir haben endlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe vor uns. Wie gesagt, ich freue mich schon lange darauf und werde die heute mit euch in diesem Stream vorbereiten. Schaut euch mal bitte... Ja gut, leider sieht es nicht ganz so eindrucksvoll aus, wie ich mir das wünschen würde, weil die Sichtweite auf dem Server nicht ganz so hoch ist. Weil sonst würde sich im Hintergrund gerade Hogwarts empor bewegen. Ja, wenn wir ein bisschen näher dran wären, dann wäre es vielleicht auch epischer. Aber ich dachte, von hier oben sollte es irgendwie geiler aussehen heute. Denn genau im Hintergrund befindet sich die heutige Bauaufgabe. Und ja, es ist ein ganz kleines bisschen gespoilert, weil, ja, die Folgen, die diese Woche rauskommen, die Let's Build Hogwarts-Folgen, da wird vom Bauteam unter anderem diese Aufgabe hier erledigt. Meine eigentliche Aufgabe habe ich aber hier in diesen, zusammen übrigens mit Novanion, liebe Grüße nochmal raus, der hat mir vorhin geholfen, weil ich das alles per Hand zugebaut habe. Genau, da, also unter diesem gelben Wolleblock da befindet sich eine wichtigere Aufgabe, die mehr, also was anderes ist als einfach nur Bodenstruktur. Genau, aber damit ich euch da nicht spoiler, ist die verpackt und wird erst eröffnet dann ab nächster Woche oder ne, in den Folgen, wenn ihr die Folgen seht. Genau, und das wird heute auch eine wichtige Aufgabe für den Livestream und auch für alle kommenden Livestreams. Shiryu! Ja, genau, weil wir natürlich ein bisschen vorwärts kommen müssen, was die Unterwasserkulisse vom Schwarzen See anbelangt. Damit ich einerseits das Dorf der Wassermenschen bauen kann und andererseits, ja, damit andererseits hier der Boden eben so ist, wie er beim Schwarzen See am Ende sein soll. Weil so ein ganz glatt abgeschnittener Boden, wie es bisher der Fall war, so wie hier zum Beispiel, sieht ja nicht so ganz, ja, natürlich aus, ne? Also, weiß nicht, sieht halt einfach nicht so schön aus. Und ihr seht schon, es ist eine riesige Fläche, die wir da bebauen müssen. Gleichzeitig müssten wir aber auch immer noch hier einiges abtragen. Wir haben einfach viel zu tun und viel zu wenig Leute im Bauteam. Also nicht, dass das wenig wäre, aber wir könnten theoretisch jede Person mit reinnehmen, die Bock hat. Deswegen, Leute, wenn ihr hier gerade zuschaut, selber noch nicht auf dem Server seid, kommt gerne dazu. Wir würden uns alle riesig freuen, denn aktuell ist wirklich jede helfende Hand, ja, gefordert. Wir brauchen so viele Leute wie irgend möglich, mehr denn je, weil es gab, glaube ich, in der Geschichte von Let's Build Hogwarts noch nie eine so zeitaufwendige Arbeit wie aktuell. Und deswegen, Leute, kommt gerne drauf. Ein Video mit Tutorial findet ihr in der Videobeschreibung. Dann wisst ihr ganz genau, wie ihr auf den Server kommen könnt. Ich würde mich riesig freuen und die anderen hier sicherlich auch. So, gehen wir doch einfach mal durch, wer heute mithilft. Das ist einmal Lalira Blue Angel. Lalira, liebe Grüße, schön, dass du da bist. Wir haben den Nerfbuster dabei. Hallo, Nerfbuster. Dann haben wir Action an die 95 dabei. Wir haben Baloo mit am Start. Hallo, Baloo. Dann haben wir hier oben das Originalsitzen auf seinem Podest, alles klar. Wir haben den Cäsar mit am Start, hallo Cäsar. Wir haben Waschbär mit dabei, hallo Waschbär. Wir haben Fred LB dabei, hallo Fred LB. Wir haben Melo die Robbe dabei, hallo Melo. Und dann haben wir noch Saphiro mit dabei. Hallo Saphiro, schön, dass du auch dabei bist. Genau, das ist das heutige Bauteam, die mir tatkräftig unter die Arme greifen werden. Liebe Grüße natürlich auch nochmal ans ganze Server-Team, an die Live-Chat-Moderatoren, dass ihr hier heute wieder für Recht und Ordnung einerseits auf dem Server, andererseits im Live-Chat sorgt. Sehr lieb von euch und ein fingergeformtes Herz geht raus an euch. Ich würde sagen, wir beginnen doch einfach mal direkt mit der heutigen Aufgabe. Nämlich ist diese, den Boden hier weiter mit Struktur zu versehen. Um da mal ein kurzes Beispiel abzugeben, so sieht es hier aktuell aus. Also wir haben so kleinere Krater, wir können ja immer noch ungefähr ein bis zwei Steine tief in den Boden reinbauen. Es soll nur so sein, dass später kaum Bedrock zu sehen ist. Also Bedrock soll nicht zu sehen sein.
dann soll nicht mit Kobbel irgendwas gebaut werden. Also nur mit natürlichen Blöcken, sprich Erde, sprich Clearstone, sprich Kies und ganz selten auch mal Sand. Vielleicht ein Hauch weniger, als es hier der Fall ist. Aber das hier ist auch ein gutes Beispiel, wie es aussehen könnte. Dann, wenn ihr irgendwie Eisen finden solltet oder Gold oder Diamanten oder Kohle oder Redstone oder Lapis, alles, was ihr so an Erzen findet, einmal bitte rausbauen, weil ich das auch nicht so schön fände, wenn das am Boden des Schwarzen Sees so zu sehen wäre. Keine Ahnung, stört mich irgendwie ein bisschen. Deswegen, das könnt ihr alles abbauen, könnt ihr selber behalten oder halt später wegräumen. Und genau, an sich, ihr könnt so wild drauf losbauen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass der Boden sich im Stil nicht ändert. Also es sollte jetzt nicht auf der einen Seite hier so aussehen und auf der anderen Seite plötzlich so ganz wild. Klar gibt es hier und da gerne auch mal ein paar Unterschiede, wie der Boden so strukturiert ist, aber es sollte ja schon irgendwo wie ein und derselbe See aussehen. Und der See soll nicht in verschiedene Biome unterteilt sein, ne? Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Was die Höhe anbelangt, ihr könnt schon ein bisschen höher bauen, hin und wieder auch gerne mal so ein paar, ja, Strukturen, aber die sollten nicht umfangreich sein, also sollen jetzt nicht riesengroß werden und auch nicht extrem ausgefallen. Es geht erstmal wirklich nur darum, die grobe Struktur hier zu bauen, so wie hier ungefähr, also noch nichts mit großen, imposanten, steinernen, abstrakten Monumenten unter Wasser oder sonst irgendwas, riesige Korallenfelder oder so, sowas noch nicht, sondern wirklich nur das Gröbste vom Gröbsten, genau. Und die Feinheiten, die kommen später. Das könnt ihr über die ganze Fläche verteilt tun, ihr könnt das hier überall tun, ihr könnt es da hinten tun, überall, wo es gerade ansteht. Es sollte halt einfach, und das ist das Allerwichtigste, natürlich aussehen. Das ist die oberste Prämisse. Und ja, auch diese Half-Slabs sind legit. Ich habe mich selber dafür entschieden, dass man die nehmen kann, weil ich finde, dass die auch so halt wie Clearstone aussehen. Ein bisschen stört mich dieser dunkle Rand außen. Dadurch sieht es vielleicht ein bisschen unnatürlich aus, aber ich finde es nur im Rahmen und deswegen würde ich sagen, ist das alles fein. Genau. Ja, liebes Bauteam, ihr dürft gerne zur Tat schreiten, gerne schon mal anfangen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf Discord oder Teamspeak gehen, euch zusammen ein bisschen austauschen, wie ihr das am besten bauen könnt, wollt, wie auch immer. Aber viel falsch kann man nicht machen. Man kann schon Dinge falsch machen, aber ich denke, wir kriegen das allesamt hin, Leute. Deswegen toi, toi, toi. Und schauen wir mal, wie weit wir heute im Laufe des Streams hier kommen werden. Wirst du Ron im See ertränken, die zweite Aufgabe des Trimagischen Turniers nachstellen? Ja, Noemi, das mache ich. Nicht nur, weil ich gerne Ron ertränken möchte. Also auch schon, doch. Ja, doch, eigentlich auch vor allem deswegen. Aber auch deswegen, weil es ein cooles Easter Egg ist. Und wir ja generell immer mal wieder so ein bisschen aufpassen, so Easter Eggs mit einzubringen. Ja, deswegen, also ich würde gerne die Trimagische Aufgabe nachstellen. Das werden wir dann später hier auf dem Server, vielleicht sogar als normaler Spieler hier auf dem Server, im Schwarzen See rumtauchen kann. Ich weiß nicht, ob das technisch umsetzbar wäre. Aber dass diese Leute dann eben die Möglichkeit haben, ja, Ron, Hermine und Gabrielle Delacour. Wer war noch alles unter Wasser? Ja, eigentlich nur, nee, warte, wer war? Ach, und Cho Chang, genau. Dass die alle da unter Wasser rumbaumeln und, genau, das fände ich schon ziemlich nice, Leute. So, jetzt nehme ich hier auch direkt die Kohle raus. Vielleicht kümmere ich mich auch am Anfang des Streams erstmal darum, die Erze überall rauszubauen. Weil, keine Ahnung, mich triggern die. Vielleicht geht es euch da ein bisschen anders. Ich finde die ultra nervig. Und da hinten habe ich gerade vorhin sehr viele gesehen. Und das triggert mich auch. Kein Kobbel, Leute. Denkt dran. Kobbel ist absolut tabu, genauso wie Steinziegel. Hier Redstone auch direkt da raus, Leute. Wobei, wenn ich das mache, bin ich gleich zugemüllt und dann muss ich mein Inventar ausleeren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Zeitumkehrer, ahoi. Ahoi. Naja, vielleicht mache ich es doch nicht. Ja, ich schaue einfach mal, Leute. Das mit der Beleuchtung könnte heute ein bisschen nervig werden, weil leider verdeckt uns Hogwarts einen Großteil der Sonne. Ist halt so ein riesiger Oschi, der hier im Weg steht und leider, ja, sehr viel Sonne wegnimmt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Deswegen habe ich auch gerade Zeitumkehrer gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es wird Nacht, aber es ist einfach tagsüber, nur man sieht die Sonne halt nicht so gut, genau. Ja, Struggle is real, Leute. Ich finde es in Ordnung, schreibt Asel. Was meinst du, Asel, dass Erze zu sehen sind? Ja, kann sein, dass ihr das nicht so schlimm findet, mich stört's schon ein bisschen. Oder, Leute, schreibt mal in den Live-Chat, stört es euch, wenn man die Erze am Boden sieht, ja oder nein? Ich find's nervig, ich find's super nervig, aber wenn ihr da der Meinung seid, nö, alles gut, ist nicht schlimm, dann ist das auch okay. Ich weiß nicht, ob ich mich dann eurer Meinung fügen werde, so manchmal lasse ich ja schon ein bisschen den Diktator raushängen.
Okay, also die meisten stört es schon. Die meisten schreiben ja. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde es halt seltsam, irgendwie am Schwarzen See unten zu tauchen und dann... Oh, da ist Gold am Boden oder so. Also wir sind ja jetzt hier nicht in... Also ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Oder auch so Redstone oder so. Das wirkt so unbehandelt. Das wirkt so... Also klar soll es natürlich aussehen. Aber nicht natürlich im Minecraft-Sinne, sondern natürlich im Real-Life-Sinne. Und im Real-Life ist am Boden eines Sees nicht überall Eisen, Redstone und Gold. Da sind Steine und Erde und Kies und Wasserleichen, die von Verbrechern ins Wasser geworfen wurden und ganz eklig rumgammeln. Sowas ist da. Ne, das ist normal. Aber nicht Gold oder so. Das ist weird. Das ist richtig weird. Und wie ihr sehen könnt, ne, man kann halt tatsächlich ein bisschen runterbauen. Zwei Blöcke insgesamt an manchen Stellen, weil wir ja zum Glück nicht ganz über dem Bedrock sind, sondern, ne, ein bisschen versetzt. Auch damit wir hier halt, ne, in beide Richtungen. Also wir können ein bisschen nach oben bauen, aber auch noch zwei Steine nach unten. Wichtig halt nur, dass der Bedrock verdeckt ist, weil den finde ich halt auch maximal hässlich. Genau. So. Ja, also gut, Leute, wir haben das geklärt. Die meisten Leute sagen auch, dass es sie stört. Finde ich gut. Sind wir einer Meinung? Ich glaube, ich hätte mich auch mit meiner Meinung durchgesetzt. Ich hätte den Diktator raushängen lassen, weil mich triggert's. Ich weiß nicht. Vielleicht sinnloser Perfektionismus meinerseits, aber es ist halt einfach so. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an alle, die am Sonntag mit beim Livestream dabei waren. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass es einen Lego-Aufbaustream gab, wo zum allerersten Mal meine Freundin auch mit dabei war. Sie war sehr nervös, aber ich muss sagen, sie hat sich mega gut dort geschlagen. Und ja, also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool und vor allem fand ich es auch mega cool, dass es euch gefallen hat. Weil, ja, das war, also meine Sorge war es jetzt nicht unbedingt, weil ich ja weiß, ne, also ihr seid absolut anspruchslos. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber ihr guckt mich, also seid ihr halt hart anspruchslos. Ich find's schön. Aber ja, meine Freundin hat sich halt teilweise Sorgen gemacht, dass ihr sie nicht mögen könntet oder so. Und ja, sie hat es auch sehr gefreut, als ihr dann am Ende so tolles Feedback dagelassen habt. Also nochmal vielen Dank an alle, die da waren, die es cool fanden, die liebe Worte dagelassen haben, sowohl im Live-Chat als auch später in den Kommentaren. Und ich hatte sie schon gefragt und wenn nochmal die Gelegenheit ist, würde sie auch gerne, also nach aktuellem Stand, gerne auch wieder mit dabei sein. Ich fände es auch cool, mir hat das Lego-Aufbauen sehr viel Spaß gemacht. Vor allem zu zweit macht es, finde ich, auch nochmal mehr Spaß als alleine. Und ja, vielleicht könnte ich mich auch daran gewöhnen, hin und wieder mal so Together-Streams zu machen mit Leuten, die dann da halt dabei sind. Ja, das ist dann vor allem bei meiner Freundin halt der Fall. Und dass man sich da auch so ein bisschen, ja, dass man halt Dialoge führen kann und nicht nur Monologe. Wobei, Dialoge führen wir auch, aber dann eher von Live-Chat zu mir. Und nicht von Angesicht zu Angesicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ach Quatsch, sie war super nett. Also ich könnte vermuten, dass sie gerade zuschaut, dann wird sie es wahrscheinlich freuen. Vielen Dank, Leute, nochmal. Also, das hat mich wirklich mega gefreut und generell, dass auch so viele Leute dabei waren. Die Streams sind ja nicht mehr so extrem gut besucht, wie sie es mal vor ein paar Jahren waren. Also, immer noch gut, würde ich sagen. Also, es soll jetzt kein Rumgejammer sein. Also so ein LBH-Stream, jetzt, ich weiß nicht, wie viele gerade da sind, schreibt es mir auch nicht in den Live-Chat, Leute, das ist Spam. Aber ich schätze mal so, wir werden vielleicht so 200, also vielleicht jetzt noch nicht, aber so im Laufe des Streams kommt man so, also ein LBH-Stream kommt so auf so 200 bis 250 Live-Zuschauer. Aber der letzte Lego-Aufbau-Stream, der hat tatsächlich wieder knapp an den 400 gekratzt, was ziemlich gut war. Aua, wer hat mich gehauen? Hey! Hey, hier hat mich irgendjemand gehauen. Wer war das? Komm bloß. Warst du das, Anni? Willst du Schläge? Was denn? Soll ich folgen? Hallo? Nee, normalerweise heißt Kloppe, dass ich in den Chat gucken soll. Normalerweise heißt das das. Habe ich recht? Let's look. Let's look vor allem. Oh ja, da steht wirklich was. Ah, bin schlau, Leute. Hallöchen, Herr G. Punkt. Ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass Piep sehr gerne ins DA-Dorf mit dem Befehl Freebuild erkunden möchte. Hä? Achso, ich soll die einteilen. Okay, viel Spaß beim Einteilen. Liebe Grüße und einen schönen Stream. Ja, dann machen wir das doch mal direkt, Leute. Ich glaube, ich krieg das hin. Ah, nee, warte, ich muss ja erst fragen. Ja, guck, geht schon gut los. Lieber Fix Remix.
Welches Haus bist du? Fragezeichen, lachender Smiley. Ich sage Slytherin, Leute. Sein Name gibt mir Slytherin-Vibes. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Mal sehen, ob ich recht habe. In den letzten Malen hatte ich oft recht, muss man sagen. Und generell, ich wünsche mir auch ein bisschen mehr Beteiligung von euch Slytherins da draußen hier bei der Aufgabe. Im Bauteam sind nämlich die meisten Ravenclaw, glaube ich, und Hufflepuff. Slytherins sind hier aber nur ganz wenig dabei. Melo ist eine Slytherin, die hier dabei ist. Und wer ist noch Slytherin? Der Cäsar, glaube ich, war auch. Also nicht so viele. Aber vergesst nicht, liebe Slytherins, das ist die wichtigste Aufgabe für euch auch, weil erst wenn das hier geschafft ist, kommt der Slytherin-Gemeinschaftsraum ran. Genau. Also, liebe Slytherins, kommt gerne dazu, denn, ja, das ist auch für euch was Gutes hier. Also, genau. So, ihr merkt auch schon, ich bin hier gerade eher dabei, alles abzubauen. Warte mal, hat er schon geschrieben? Bin ich blind? Oh, nee, Ravenclaw! Oh, okay, ich habe falsch gelegen. Manu et... Wie heißt du? Wie heißt du nochmal? Boah, der Name ist kompliziert. Ach, da. Und Player? Oh nein, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Manu et... Wie war denn das nochmal? Ich glaube, ich hab's. Ach, mit dem Befehl slash re. Ah, Set Group? Ah, slash TP. Ich krieg's hin, Leute. Nee, wartet, was für TP? Set Group und. Ich krieg's hin. Ah, ich hab's. Alles klar, ich hab's. Leute, es dauert noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen lost, was sowas anbelangt. Und jetzt weiß ich aber. Ha! Man kann einfach da draufklicken. Guck, also ich habe auch was dazu gelernt. Ein bisschen was. Herzlichen Glückwunsch, lieber Füchs Remix. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Teil ab sofort des LBAH-Servers im Hause Ravenclaw. Wenn ich das nächste Mal nach einem Bauteam frage, gerne Bescheid geben, dass du zum ersten Mal dabei bist. Und auch sehr, sehr gerne, ja, das Theater erkunden. Genau. Und viel Spaß beim Bauen deines eigenen Zuhauses dort. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ich baue jetzt gerade hier erstmal nur Krater rein, Leute. Einfach damit hier, ja, also ich finde das ein bisschen effektiver, als so Hügel hochzuziehen. Ich sammle dadurch einerseits Blöcke, also die falschen halt. Aber, ja, genau. Und andererseits, finde ich, ist die Struktur, die dadurch entsteht, auch irgendwie sehr, sehr cool. So. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange dieses ganze Prozedere hier dauern wird. So, ich habe gar kein Gefühl, ja, also was für ein zeitliches Fenster wir brauchen, um den Boden hier so zu gestalten, dass man am Ende sagen kann, dass wir fertig sind. Weil klar, dass es natürlich aussehen soll, ist eine Vorgabe, aber wie lange dauert das und wie viel muss dann hier gebaut werden, damit es möglichst natürlich aussieht? Weil aktuell sieht es halt noch nicht so sehr natürlich aus. Also zum Beispiel bei solchen Sachen hier. Hier würde ich mir dann wünschen, dass man hin und wieder mal so Erde reinsetzt. Oder ein bisschen Kies oder so. Einfach, damit es ein bisschen random rüberkommt. Aber man muss auch irgendwo sein Gehirn ein bisschen ausschalten bei der Aufgabe. Das sollte mir eigentlich gar nicht so schwer fallen, aus bekannten Gründen. Aber wenn man zu viel nachdenkt, habe ich das Gefühl, dass man es ja, zu geplant baut oder, ne, dass man sich doch zu viele Gedanken macht und dass es dadurch einfach nicht mehr natürlich aussieht. Ja. Also nochmal ans Bauteam, wenn ihr mich fragt, würde ich halt nicht ganz so viel Sand verbauen. Ich finde, Sand ist in Maßen ganz nett, aber ich finde, das hier zum Beispiel ist ein bisschen too much. Aber das, oder Leute, schreibt mal in den Live-Chat, was ist eure Prämisse dabei? Was würdet ihr sagen? Zeit und Kehre, ahoi. Findet ihr, Sand ist ein guter Rohstoff für den Boden des Schwarzen Sees oder würdet ihr eher einen anderen Block bevorzugen? Ich bin persönlich eher Team Clearstone, aber ich kann auch verstehen, wenn ihr Team Erde seid, das ist auch okay. Es ist halt ein bisschen schlammiger unten. Aber, oder Team Kies. Team Kies bin ich auch. Also ich bin eigentlich alles bis auf Team Sand. Mehr Kekssteine, schreibt Koyala. Ja, das, glaube ich, kommt nicht so ganz natürlich rüber. Aber gut, die Wassermenschen haben wahrscheinlich auch Kekse gegessen. Ja gut, in der Hinsicht, was ist das hier?
Achso, ich dachte, da steht was irgendwie drin oder so. Ja gut, hier kann man das auch mit Erde füllen. Ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Nicht zu viel Sand. Sand und Kekse. Ton. Ton, Lauretta. Ja, stimmt. Ton könnte man auch noch verbauen. Das ist auch eine gute Idee. Ja. Gucke ich gleich mal. Also, du meinst jetzt ganz unbehandelten Ton, ne? Ja. Ist halt ein bisschen teurer. Weil den müssen wir ja dann halt auch irgendwo farmen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend auf Menge. Also auf die Menge hier gesehen. Aber probieren kann man es auf jeden Fall mal. Und hin und wieder ein paar Sätzen definitiv, ja. Aus allem eine Mischung. Ja, das sowieso. Das sowieso. Also wir werden hier kreuz und quer alles Mögliche mit Struktur versehen. So wie es dann halt am Ende... Also so, dass es halt am Ende natürlich aussieht. Aber ich finde... Ja, also manche Blöcke eignen sich halt irgendwie gefühlt ein bisschen besser. Viele Wasserpflanzen, wenn du Wasser hast. Ja, Daniel, das auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich wünschte, ich könnte das jetzt schon machen. Weil ich glaube, der krasseste Vibe hier beim Schwarzen See wird entstehen, wenn die ganzen Wasserpflanzen mit am Start sind. Also auf die Wasserpflanzen da, das wird, glaube ich, so ein riesen Aspekt werden, der das alles nochmal so viel schöner macht. Also, ja, weil die dann auch so hoch wachsen und alles hier so noch grüner erscheinen lassen. Und ja, generell, Pflanzen sorgen ja dafür, dass es auch viel, viel lebendiger aussieht. Nicht so ganz stumpf und, ja, keine Ahnung. Also ich freue mich auf die Wasserpflanzen. Ein gutes Beispiel dafür kann man ja vielleicht auch nochmal an der Stelle zeigen. Wir haben ja schon mal Unterwasserkulissen gebaut, eigenständig. Einerseits diesen kleinen süßen Bach hier, der natürlich nur so stellvertretend ist, weil, naja, ist halt ein Bach, ist nochmal was anderes als so einen riesigen See. Aber wir haben da hinten auch einen Tümpel gebaut, der ein bisschen größer ist und nicht mehr wie ein Bach ist. Also hier, ne, das hier, das haben wir auch selber gebaut. Und guckt mal, wenn man hier untertaucht, da sieht es auch sehr natürlich aus. Wir haben hier kleinere Strukturen, aber wie man sieht, auch sehr wenig Sand. Also Sand ist hier auch ganz wenig nur verbaut. Und hier auch solche Strukturen, das finde ich auch richtig, richtig schön. Genau, und diese ganzen Wasserpflanzen, die halt hier auch nach oben wachsen. Ohne die Wasserpflanzen würde es nur halb so schön aussehen. Und genau so, wenn nicht sogar noch besser, soll es halt am Ende auch beim Schwarzen See aussehen. Genau. Ja, die Pflanzen machen es safe nochmal 100 Mal besser. Ja, finde ich auch, Etty. Also, ich bin sehr überzeugt davon und bin gespannt, was das am Ende alles so bewirken wird fürs Gesamtbild. Wanxi, liebe das. Ja, Wanxi, fühle ich sehr. Ich mag die Unterwasserkulisse auch. Was ich aber noch am reizvollsten finde, der Schwarze See alleine durch seine Größe wird einfach epochal aussehen, wenn du da am Rumschwimmen und am Tauchen bist. Einerseits, weil da überall eben Grindelos und Wassermenschen reingesetzt werden. Andererseits, weil wir auch den Riesenkraken da reinsetzen werden, der dann hier durchs Wasser einfach schwimmt. Und es wird einfach... Und dann noch das Wasserdorf der Menschen... das Dorf der Wassermenschen... So rum. Ah, es wird einfach so genial, Leute. Ich freue mich da gigantisch drauf. Das muss ja nochmal geiler aussehen als so ein kleiner Tümpel, wo man dann die ganzen Wände einfach sieht. Hier wird man einfach in endlose Wasserflächen reinglotzen. Und das wird auch ganz anders aussehen als jedes Vanillameer, was es da so im Umkreis gibt. Hi, Novanion, was gibt es? Darf jetzt Clay verwenden? Ja, darf, gerne. In Maßen, aber ja, gerne. Ja, es wird nochmal was ganz anderes sein als ein Vanillameer oder so. Also, ah, ich bin hyped, Leute. Ich freue mich. Aber bis dahin ist es noch ein relativ langer Weg. Und von daher, kommt auf den Server, unterstützt uns bei dem Vorhaben. Denn, ja, wir können jede helfende Hand mehr als gebrauchen. So, ja, ich glaube, ich hole mir nochmal ein paar Half-Slaps. Ich finde das nämlich mit Half-Slaps eigentlich ganz geil. Und bring auch mal eben ein bisschen Stuff weg. So, eine kleine Vogelperspektive, Leute. Der aktuelle Stand der Dinge. Es tut sich langsam was. Der Boden bekommt Akne. Sehr, sehr geil. Aber ich muss sagen, hier die Krater gefallen mir wirklich gut. Also, sorry, das klingt jetzt ein bisschen wie... Oh, Daniel lobt sich selber. Aber ich finde, mit den Kratern gibt das nochmal irgendwie... Ich weiß, mir gefällt das. Also, Leute, gerne mehr Krater. Aber macht's, wie ihr meint. Es sind nur meine Meinungen. Mann, Dagi, liest doch den Chat. Ich hab den Chat, also welchen? Ich hab zwei. Daniel, Half-Slaps funktionieren? Oh, das meint ihr wohl mit Chat. Oh, dammit, ihr habt recht. Ich weiß, was ihr meint. Oh, dammit. Oh nein. Oh nein. Oh ja, das meintet ihr. Oh nein.
Oh nein. Okay, cringet euch bitte nicht in den nächsten LBH-Folgen weg, weil die Erkenntnis ist jetzt live und die LBH-Folgen sind vorher aufgenommen worden. Oh nein. Nein. Oh, hä? Verbleibende Distanz? Hey, geil. Es gibt irgendwie so eine Distanzmessung. Hä, wo bin ich überhaupt? Ich habe mich erflogen. Oh Mann. Ich bin so ein Hornochse. Oh Mann, oh Mann. Oh, das ist so dumm. Ich bin so dumm. Liebes Bauteam. Ich weiß, ihr hasst mich jetzt alle, aber könnt ihr bitte sämtliche Half-Slaps abbauen, die ihr seht? Und stattdessen... Oh Mann, aber da muss man sich... Oh, das nervt. Weil da müssen wir den Bedrock hier anders kaschieren. Ich dachte, Half-Slaps gehen dafür. Oh, so ein Kack. Oh, warum bin ich denn so dumm? Ich, als ob ich noch nie Minecraft gespielt habe. Als ob ich noch nie Minecraft gespielt habe. Es ist der Wahnsinn. Oh. Oh. Oh, ist da Kacke, ey. Ja, also für alle, die auch keine Ahnung hatten, also mir ist jetzt wieder eingefallen, ich weiß das eigentlich. Aber es geht ja oft bei mir nicht darum, was ich weiß und was ich nicht weiß, sondern vielmehr, was checke ich gerade oder wozu bin ich zu verpeilt, um mir das zu merken. Und das hier ist leider eine Sache, die ich komplett verpeilt habe. Es ist nämlich so, wenn wir jetzt hier nämlich Wasser draufsetzen würden, dann wäre über dem Half-Slab eine Luftblase. Und das sieht alles andere als geil aus. Also wirklich alles andere als geil. Von daher, ja, sind wir leider gezwungen, die Half-Slabs rauszunehmen. Oh Mann, ey. Also wir können gerne mal... Ach, kommt Leute, hier. Auf YouTube sind ja Experimente gerne gesehen. Wir können ja gerne mal einen Test starten. Ich flieg nochmal eben, ja, hier zu irgendeinem Tümpel. Haben wir jetzt hier eine Wasserfläche? Moment. Da unten. Hui! So, und jetzt setzen wir hier einen Half-Slab hin. Tada! So sieht das nämlich aus. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist einfach, ja, sehr bescheuert. Sehr doof. Mit Potsoll. Potsoll, ja, könnte man machen. Kann das mal jemand probieren und mir Bescheid geben? Weil dann würde ich mich kurz zu der Person spawnen und dann mir das mal eben anschauen. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Ja, da ist Luft. Ja, ist Luft zwischen. Also Leute, sorry. Habe ich voll vercheckt. Das ist übrigens mal wieder so ein Beispiel, was ich meine mit, ihr habt keine Ansprüche. Weil ich glaube, ja, jeder andere wäre jetzt einfach augenrollend, hätte das weitergesucht. Und ihr seid trotzdem noch da, Leute. Dafür ganz viel Liebe raus an euch. Oh, Günni Potter, vielen Dank für 1 Euro. Moin, Daniel. Kannst du nochmal sagen, wann der 24-Stunden-Stream kommt? Gibt's noch kein Update? Ich hatte ja ein Zeitfenster gegeben. Aktuell am wahrscheinlichsten ist der 28. Dezember. Aber noch nicht 100%. Aber ich werde im Oktober, im laufenden Oktober, euch noch den genauen Tag nennen. Aber, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass es am 28. Oktober ist, liegt wirklich, also, ist wirklich extrem wahrscheinlich. Also, dass da nochmal was geändert wird, ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich will eben nicht, dass ihr euch hundertprozentig darauf festlegt. Deswegen noch kurz Geduld. Sobald ich es genauer sagen kann, dann werde ich sagen. Aber ja, wenn ihr am 28. Zeit habt, dann sollte auf jeden Fall die Chance sehr gut stehen, dass ihr live dabei sein könnt. So, komme gleich wieder. Alles klar, Asel, dann bis gleich. Guten Hunger oder was, bei was auch immer du jetzt, was du jetzt auch immer machst, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und bis gleich. So. So. Erde müssen wir hin und wieder auch setzen. Allein schon aus dem Grund, weil wir auf, also viele Wasserpflanzen nur auf Erde platzieren können. Oder? Also ich weiß, es gab auch Wasserpflanzen, die konnte man, glaube ich, sogar nur auf Stein setzen. Aber manche eben auch nur auf Erde. Und damit wir dann eben eine gewisse Menge an Wasserpflanzen hier einbringen können, wäre es auch sinnvoll, da mehr Erde zu verbauen. Oder Leute, wisst ihr da mehr? Schreibt es mir mal gerade in den Live-Chat. Gibt es viele Wasserpflanzen, Zeitumkehrer Ahoi, die sich nur auf Erde pflanzen lassen? Also wir können gleich gerne nochmal so ein paar Minecraft-Studien anstellen
und einfach mal testen, wie das so aussieht. Wir können ja Wasserpflanzen holen, dann verschiedene Bodenbeläge uns mal anschauen und auch dann generell mal entscheiden, ja, wie wir oder welche Wasserpflanzen wir dann später nutzen. Weil dem, also das würde ja auch sehr großen Einfluss darauf haben, welche, ja, welchen Boden wir hier am besten setzen. Hab extra Werbung gemacht, hoffe ich kann. Das ist sehr cool, Jan. Vielen, vielen Dank. Dann, ihr habt Potzoll. Oh, ja, warte. Tada! Ah, ja, stimmt. Das sind diese Blätter auf dem Boden. Fragen wir doch einfach mal die Leute da draußen. Das seid ihr übrigens. Ihr seid die Leute. Findet ihr, Potzoll ist ein geeigneter Stein? Also, das sind halt Blätter auf dem Boden. Aber ich finde, das sieht eigentlich geil aus, weil schlammiger Boden ist ja, also, in Seen ist es ja auch so, dass da dann Blätter liegen, die so ein bisschen vergammeln. Ist gut, ne? Alles klar, Leute. Ist unterschrieben. Ich finde den sogar selber mega geil. Okay. Potzoll kann gerne eine hohe Priorität genießen. Davon können wir gerne mehr nutzen. Finde ich mega geil. Ihr seid auch alle dafür. Okay. Potzoll, Clearstone und Erde sollen die Hauptstatisten hier sein beim Boden. Ja, finde ich geil, Leute. Finde ich sehr, sehr geil. Machen wir so. Seelensand. Seelensand an sich auch, ja. Also es sieht natürlich sehr gespenstisch aus, aber ich glaube, wenn die Kulisse passt, oder beziehungsweise so ab und zu mal so, fände ich es, glaube ich, auch ganz geil. Aber ich glaube, Seelensand würde ich mir eher für Korallen aufheben. Also für düstere Bereiche oder so. Genau, das fände ich, glaube ich, ein bisschen passender. Oder was meint ihr? Auch geil, schreibt Wangxi. Man sieht die Spenden nicht, was? Oh, ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, weil die unter meiner Webcam... Okay, jetzt werden sie über meiner Webcam angezeigt. Jetzt sollte man sie gleich sehen. Also, sagt gerne mal Bescheid, falls noch eine Spende reinkommen sollte. Könnt ihr mir gerne mal kurz Bescheid geben, ob man sie jetzt sieht. Erstmal vielen Dank auch an Titanic Ilona für 1 €. Ich würde gar nichts können, aber du bist unser Lieblings-Koala-Kopf. Vielen Dank, Ilona. Und danke auch für wie nennt man das? Dass du die Hoffnung nicht in mich verlierst. Genau, das wollte ich sagen, Leute. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber das war der Sinn dessen, was ich sagen wollte. So, dann nochmal hier so ein bisschen so eine Line durchziehen. Ja, es wird langsam, Leute. Es wird langsam. Ich fühle es sehr schon. Also man hätte das wahrscheinlich auch irgendwie sinnvoller machen können mit dem Boden hier. Also, dass man theoretisch nicht alles direkt begradigt. Ich habe ja am Anfang gesagt, erstmal alles gerade runterbauen. Ich persönlich finde diese Vorgehensweise auch angenehmer. Aber ob sie jetzt auch zeitlich die sinnvollste ist, also rein zeitlich gesehen, das wage ich auch zu bezweifeln. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoller gewesen, alles direkt so Kuddelmuddel runterzubauen. Aber dann hätte man auch nicht so, weiß ich nicht, ich hätte es nicht so gut gefunden. Vielleicht seht ihr das anders, jetzt eh zu spät. Jetzt können wir da eh nichts mehr dran ändern. So. Clearstone muss ich mir gleich nochmal organisieren und ein bisschen Stuff wegräumen. Und hier die Half-Slaps, Leute. Die nervigen, nervigen Half-Slaps. Aber hey Leute, der Stream war dadurch alleine heute schon sehr wertvoll. Weil sonst hätte ich den Fehler noch in vielen weiteren LBH-Folgen gebracht. Und ihr hättet euch noch länger weggecringed. So wurde das Pflaster relativ schnell abgezogen. Ne, also hat definitiv Vorteile. So, ich bring mal eben meinen Stuff weg. Boah, schaut mal. Die Bodenkulisse nimmt Form an und zwar richtig. Ich liebe es sehr, Leute. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen werden. Baust du noch ein Schiffswrack? Ja, Daniel, auf jeden Fall. War das eine freiwillige Meldung oder wie darf ich das interpretieren? Oder? Also, du kannst gerne helfen. Ich weiß, du hast schon mal sowas wie ein Schiff gebaut, glaube ich sogar, ne? Wobei ein Wrack zeichnet sich ja dadurch aus, dass es scheiße aussieht, ne? Deswegen ist es ja ein Wrack. Aber bestimmt gibt es auch schöne Wracks und nicht so schöne Wracks. Also ja, wenn du gerne da helfen magst oder einen Vorschlag hast, lass mich das gerne wissen. Aber der Plan ist definitiv, ein Schiffswrack zu bauen.
Das muss einfach sein. Generell, wenn ihr mögliche Ideen habt, Leute, was zu einer schönen Unterwasserkulisse einfach zwingend dazugehört, dann lasst es mich wissen, denn, ja, je mehr Abwechslung und je spannender der Boden gestaltet ist, umso mehr Spaß würde es später machen, das alles zu erkunden. Und umso natürlicher sieht es aus. Genau. So, jetzt tue ich erstmal Kobbel weg. Den brauchen wir nämlich nicht. Höchstens zum Füllen, aber naja. Korallen werden wir auf jeden Fall bauen, Leute. Ja, und Ursina Wasser kommt natürlich auch in den Schwarzen See. Das hätte ich fast vergessen. Ja, aber du hast recht. Natürlich, klar. Ja, Wasser tun wir rein, Leute. Okay, so, jetzt Steinziegel haben wir noch. Die räumen wir auch mal eben weg. So, zack und zack. Wunderbar. Ja, jetzt habe ich noch Gold und Eisen dabei als Erz. Egal, lassen wir erstmal drin. Oder ich guck mal eben, dass ich mir hier eben was rausstibitze. So. Ja, ich habe leider viel Stuff dabei, der komplett useless ist für das, was ich hier mache. Egal. Egal, egal, Leute. Das dauert trotzdem, die ganzen Sachen zu verbauen. Nee, das ist Kobbel, Steinziegel, Stein. So, Clearstone packen wir hier auch ein. Und dann theoretisch noch Kies, aber davon haben wir gar nicht mehr so viel tatsächlich. Ich würde lieber mal zu Home Hut, zu Hagrid's Hütte gehen, denn hier sind nämlich Kisten. Und hier gibt es nämlich ganz, ganz viel Potsoll eigentlich. Also gab es zumindest mal. Tada! Ja, vielleicht hätte ich mein Inventar noch ein bisschen leerer räumen sollen. Bauteams und Daniel, Truhen bitte gemäß den Schildern würfeln. Oh, ich wollte gerade... Habe ich ja auch eine Krimskramskiste? Oh, da gibt es keine Krimskramskiste, Leute. Naja, Werkzeug, Fackeln sind ja auch Werkzeuge. Ne, die werden also Werkzeug, weil die machen halt Licht. Es ist voll das Werkzeug, Leute. So. Dann Potsoll. Sehr schön. Also, liebes Bauteam, wenn ihr Potsoll braucht, ne, hier findet ihr was. Direkt bei Hagrid's Hütte. Und da ist er, Leute. Nein! Och, Eule, dein Ernst. So, bin ich unsichtbar? Nein, gut, schön. Alles klar, Leute. Achso, warte mal, Half-Slabs hätte ich auch wegräumen können, theoretisch. Praktisch habe ich es nicht getan. Naja, egal, wir haben genug Inventarplatz. Hier wollte ich auch noch so ein bisschen was umsetzen. Nämlich wollte ich hier generell den Boden ein bisschen höher bauen. Also auf eine größere Fläche, damit es hier so ein bisschen... Ja, so ein bisschen ansteigt hier, wo der Berg ist, damit es nicht so komplett knallhart nach oben geht. Also, dass es ein bisschen flacher anfängt und dann relativ steil nach oben geht. Das war so mein Hintergrundgedanke. Aber ich glaube, das wird ein bisschen aufwendiger. Können wir mal ein bisschen hier Erde mit einsetzen. Also, Bauteam, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir auch gerne bei der Aufgabe hier helfen. Oder mitmachen generell. Oh ja, hier sind auch noch Half-Slabs. Dann könnten wir uns Stück für Stück mehr Richtung Schwarzen See ausbreiten. Also, dass wir vielleicht erstmal hier direkt neben Hogwarts anfangen und dann uns weiter in die Richtung vorarbeiten. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Hier direkt zum Fuße von Hogwarts. Leute, das sieht so episch aus. Dagi, bevor du die Slabs abbaust, man kann diese waterloggen. Was kann man? Was kann man? Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Hier, Fire Phoenix hat es geschrieben. Was kann man? Waterloggen? Was heißt denn waterloggen? Also, wer da gerade Bescheid weiß und mir ein paar Infos... Nein, kann man nicht, schreibt Nevio. Alles klar, man kann sie nicht waterloggen. Okay, dann haben wir das Thema auch erledigt. Okay, also weiterhin Half-Slabs abbauen, bitte. Aber war ein Versuch wert, Fire Phoenix. Man kann ja nicht alles wissen. Oder sich auch mal vertun, ne? Hier auf dem Kanal wird sich ständig vertan. Leider immer nur von meiner Seite. So, hier noch ein paar Steine.
Ach so, ab der 1.13, glaube ich. Ja, das ist halt ein Haken, Leute. Wir befinden uns hier in einer Steinzeit-Version, in der Version 1.7.10. Weil hier nur die Mods funktionieren. Deswegen sind wir da leider sehr arg eingeschränkt. Teilweise, also Leute, ganz ehrlich, wir spielen hier ein ganz anderes Spiel, als Minecraft heute ist. Wenn man sich das aktuelle Minecraft anschaut, das hat eigentlich fast gar nichts mehr hiermit zu tun. Also in gewissen Aspekten natürlich und im Grundspiel natürlich, aber es gibt so viele Unterschiede mittlerweile. Es ist so, so krass. So, nochmal Zeitumkehrer, ahoi. Ahoi, dankeschön, Spiel. Bald wird es einfach Autocraft geben und wir spielen immer noch die 1.7.10. Autocraft? Also, dass man sich Autos craften kann, oder was meinst du? Wie, warte, was? Ehrlich? Nee, oder meint automatisches Craften? Was meinst du? Ja, es ist echt krass, Leute. Aber irgendwie hat es auch Charme, dass wir in dieser Version hängen. Also, ich würde die Möglichkeit, sollte sich die irgendwann mal ergeben, in einer Version abzudaten, würde ich die auf jeden Fall wahrnehmen. Aber ich finde es auch jetzt nicht schrecklich. Ganz ehrlich, weil es hat so seinen eigenen Charme. Ach so, automatisch craften. Ach so, ich dachte, ihr Autos. Ich dachte jetzt, was ist denn jetzt hier los? Okay, ja, das ist aber auch cool, glaube ich. Also, Autos hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden. Aber die kommen bestimmt auch noch, Leute. Die kommen bestimmt auch noch. Funktionierende Flugzeuge und so. Autos, Flugzeuge, Schiffe. Das fände ich nice. So, guckt mal an, Leute. Das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Der Fuß von Hogwarts. Also es soll nicht ganz flach gemacht werden, aber halt so ein bisschen hier in den Boden übergreifen. Könnt auch ein bisschen vorbauen, genau, dass hier auch so, ja, verschiedene neue Strukturen möglich sind, dass hier auch so ein bisschen reingeht. So wie hier zum Beispiel, finde ich auch ganz schick. Schön, 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 Leute. Hey Leute, Autos craften wäre doch voll geil. Dann fährst du hier einfach mit so einer Limousine rum. Tut, tut. Voll nice. Ich würde es feiern, Leute. Ich würde es feiern. Ja, bei Lava muss man hier auch immer ein bisschen aufpassen. Da kann man gerne mal reinfallen. So, und hier müssen wir uns jetzt, ja, ich setz mal Clearstones hier oben drauf. So. So, und jetzt auch ein bisschen Potsoil, würde ich sagen. Ich finde, gerade hier am Fuße von Hogwarts könnte man ein bisschen mehr mit Potsoil arbeiten. Warum auch immer. Ich habe keine genaue Begründung, aber ich fände es schön. Und was ich auch gerne machen wollen würde, hier generell noch so eine Höhle reinzubauen, weil das ja in Hogwarts Legacy zum Beispiel so war. Da war ja auch so eine Höhle unter Wasser vom Schwarzen See. Das fände ich auch cool, so als kleines Easter Egg, dass man so auf Hogwarts Legacy so ein bisschen noch anspielt. Fände ich cool. Mukade Tenno, vielen Dank für die 2-Euro-Spende, die wahrscheinlich gleich noch eingeblendet wird. Vielen, vielen Dank und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Dankeschön. So, jetzt machen wir hier nochmal ein kleines Hügelchen. Lena Marie, ich wünsche dir einen wundervollen Abend und viel Spaß bei was auch immer du jetzt noch vorhast. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Mach's gut. So, Leute, das hätten wir.
Also nicht wundern, ne? Ich sag's nochmal. Größere Strukturen werden später natürlich auch gebaut. Also jetzt nicht nur alles in dieser Optik hier, weil das wäre natürlich auf Dauer auch eintönig. Aber die folgen dann später. Ich würde jetzt halt, wie gesagt, erstmal nur den Boden ein bisschen abstrakter machen wollen. Und die ganzen Feinheiten, Details und so, die werden dann später folgen. Ich denke, sobald wir mit Let's Build Fuchsbau durch sind, und das wird ja jetzt in den kommenden ein, zwei Streams der Fall sein, werden wir uns ohnehin donnerstags ein zweites Mal zu Let's Build Hogwarts treffen. Also, dass es dann zwei LBH-Streams pro Woche gibt, damit wir diese Aufgabe hier in besonderem Maße Herr werden können. Würdet ihr das gut finden, wenn LBF durch ist? Oder wäre das zu viel dann? Weil die aktuelle Aufgabe, wie gesagt, kann jedes Bauteammitglied nur dringend gebrauchen. Und, zweiter Stream pro Woche wäre wahrscheinlich dann auch nicht verkehrt. Vielen Dank nochmal, Mukade. Wann kommt der Beitrag von Cinema Strikes Back? Ich habe schon nachgefragt, weil eigentlich wurde mir ja dieser Mittwoch angekündigt. Sie mussten das allerdings ein bisschen verschieben, weil der Beitrag noch nicht freigegeben wurde. Und Jonas hat mir geschrieben, zu 99% nächste Woche. Aber er wird mir dann nochmal eine Info geben. Genau, aber er meint, zu 99% wird das dann nächste Woche auf dem Kanal von Cinema Strikes Back erscheinen. Eine Handvoll Donuts mit Dougie LP. Bin gespannt, was ihr sagen werdet, Leute. Aber geht nicht zu streng mit mir ins Gericht. Das ist gar nicht so einfach gewesen und hab mich auch sehr oft sehr blöd angestellt. Hab bitte nicht zu viel Hoffnung, dass ich da vollends rasieren werde. Weil ich bin ein Schussel. Und vergesse Dinge schnell. Und ja. Aber mal sehen. Geht einfach mit keiner Erwartung rein, dann werdet ihr nicht enttäuscht. Oder geht mit eurer standardmäßigen Dougie-LP-Erwartung rein. Das ist noch weniger als gar nichts. Dann werdet ihr erst recht nicht enttäuscht. Ja, das wissen wir. Ja, ich weiß, Leute. Ich habe nur ein bisschen, also, bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Vor allem, weil das ja auch viele Leute sehen werden, die meinen Kanal noch gar nicht kennen. Oder auch vielleicht Leute, die mich nicht so gerne mögen, aber dafür Cinema Strikes Back und die dann sich freuen, wenn ich da am Ablosen bin. Ja, ich werde mir natürlich alle Kommentare durchlesen, aber es wird bestimmt auch Leute geben, die dann gemeine Sachen schreiben werden. Und umso mehr freue ich mich dann natürlich, wenn viele von euch dabei sind, die dann auch mal einen netten Kommentar dalassen, weil mich das dann aufbauen würde. Ja, also nur wenn ihr wollt, Leute. Ne? Ich will jetzt hier nicht rumjammern, ich werde schon überleben, egal was da steht, aber ja. Lenchen schreibt es schon, weil wir da ja auch Erwartungen haben. Nee, Leute, ich weiß, dass ihr da keine Erwartungen habt. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. So. Ich will nochmal eben hochfliegen, Leute. Dieser Fortschritt ist einfach so genial. Guckt mal. Wie sich der Boden hier langsam formt. Und ich finde es auch richtig gut, dass der Boden überall ähnlich aussieht. Also hier um den gelben Klotz herum kann gerne noch mehr gemacht werden. Da ist noch relativ kahl alles. Ihr müsst da keinen Abstand zu nehmen. Ihr könnt direkt quasi, ja, also vielleicht mit einem einzigen Steinabstand zu der Wolle könnt ihr arbeiten. Ihr müsst jetzt hier nicht irgendwie einen Radius freilassen, der da irgendwie nicht benutzt werden dürfte oder so. Was genau sich unter diesem Klotz verbirgt, Leute, schaut euch die nächsten LBH-Folgen diese Woche an. Dann werdet ihr darüber in Kenntnis gesetzt. Ignorier die einfach, du brauchst die Hater nicht, du hast uns. Danke, Zeldia. Das ist sehr lieb von dir. Und ja, natürlich, also ignorieren, damit, da drin bin ich mittlerweile Weltmeister geworden. Gibt leider immer Leute, die einem nichts Gutes wünschen und die leider die Möglichkeit auch nutzen, da stunk zu machen. Und naja, es macht nie Sinn, darauf einzugehen. Also das ist etwas, was man generell bei Reichweite irgendwann hoffentlich immer lernt und lernen muss. Einfach Leuten ihre Meinung zu lassen, selbst wenn sie eine schlechte über einen haben. Weil du kannst niemanden bekehren. Jemand, der dich nicht mag, der dir einfach nichts Gutes will und einfach rumragen will, der wird sich durch nichts überzeugen lassen, weil Objektivität ist da eh fehl am Platz. Und warum sollte man sich da Mühe geben? Ich werde von Leuten gemocht, die mich halt einfach mögen, aufgrund meiner Art. Manche mögen mich nicht aufgrund meiner Art. Ne, das ist halt sehr subjektiv und jeder hat andere Charaktereigenschaften, die er persönlich sympathisch empfindet.
Und entweder man mag mich oder man mag mich eben nicht. Ich werde mich für niemanden jemals nochmal krumm machen. Ich habe es auch vorher nicht getan, aber ich habe vorher oft so, das muss ich schon zugeben, mal dazu geneigt, zu versuchen, jedem irgendwie schon zu gefallen oder dass mich niemand blöd findet oder so. Das war am Anfang oft eine Intention bei mir. Dadurch habe ich mich nicht verstellt, aber ich habe irgendwie trotzdem das Verlangen gehabt. Wisst ihr, wie ich meine? Also den Wunsch, ja, aber habe nicht als Konsequenz daraus gezogen, mich zu verstellen, sondern ja, es blieb einfach bei diesem großen Wunsch. Und diesen Wunsch habe ich mittlerweile abgelegt. Zeitumkehrer, ahoi. Generell, ich bin glücklich mit dem, was ich hier mache. Egal, wie viel Aufmerksamkeit auf meine Arbeit liegt. Gerade jetzt sowieso nicht ganz so viel, weil Harry Potter-mäßig momentan ja eher Flaute ist. Das wird sich aber wahrscheinlich auch nochmal bei Zeiten ändern. Generell, wenn die Serie kommt, wird da ja wahrscheinlich viel passieren. Ich denke auch, dass dann noch ansonsten daneben, neben der Serie, noch viel passieren wird. Und dann wird es auch wieder anders aussehen. Und da freue ich mich einfach drauf. Jetzt gerade bin ich glücklich über alle Zuschauer, die ich habe, die mich auch bei Zeiten begleiten, wo eben das Franchise nicht gerade ganz so krass im Mittelpunkt des Weltgeschehens steht, sage ich mal. Und ja, das finde ich einfach schön. Und das zeigt mir auch, dass es einfach Leute gibt, die mich sympathisch sind, unabhängig davon, was da gerade bei Harry Potter im Franchise abgeht. Und das freut mich einfach gigantisch. Und ist mir auch egal, ob das dann viele oder wenig Zuschauer sind. Und ja, es ist einfach so, wie es ist. Mir macht Spaß, was ich mache. Und wenn es euch Spaß macht, ey, dann haben wir doch alle gewonnen. Und genau. Also ich werde mich nicht mehr krumm machen oder den Wunsch hegen, allen zu gefallen. Genau, weil im Endeffekt scheitert man eh an dieser Aufgabe. Danke, Eisbär. Ja, also es ist eine Einstellung, die eigentlich normal sein sollte, aber ja, man versucht halt gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, irgendwie allen zu gefallen, weil, ja, man möchte ja, also, ist ja auch im Real Life so, ich sag mal so, wer von euch sagt denn im Real Life, ja, ich hätte jetzt kein Interesse daran, dass mich die Leute mögen, die um mich herum, also vielleicht habt ihr Leute, die ihr nicht mögt und wo es euch dann auch egal ist, wie die euch finden, aber bei Leuten, wo ihr neutral eingestellt seid, da würdet ihr doch wahrscheinlich eher sagen, ja, ich möchte, dass die Person mich mag, als dass ihr sagen würdet, nee, ich will, dass die Person mich nicht mag. Oder es ist mir scheißegal, wie die Person, also das vielleicht schon eher, aber wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Naja, egal. Ihr wisst bestimmt, worauf ich hinaus will. Ihr wisst immer, worauf ich hinaus will. Oft. Nicht immer. Aber oft. So. Mukade Teno, vielen Dank nochmal für 5 Euro. Und diesmal hast du auch was dazu geschrieben. Ich habe eine Frage. Ist das eine Krawatte von Hufflepuff? Denn ich war diesen Sommer in Japan Universal Studio, habe mir Slytherin-Mantel-Krawatte... um deine Frage zu beantworten. Du meinst wahrscheinlich die Krawatte um meinem Schädel, ne? Ja, das ist eine Hufflepuff-Krawatte, also gelb-schwarz. Genau, ja, das ist so, genau. Und mega geil, dass du in Japan bei den Universal Studios warst. Ich wollte auch unbedingt mal hin, oder ich will da immer noch hin, aber Japan ist halt nicht gerade so um die Ecke. Aber ich habe schon gesehen, dass es da jetzt die neue Harry Potter Studio Tour gibt und die soll einige andere Aspekte haben als die in London. Und deswegen, also ich werde da bestimmt irgendwann mal sein und garantiert dann auch noch Videos dazu machen. Da hätte ich auf jeden Fall sehr viel Bock zu. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende und ein fingergeformtes Herz. Und, ja, dass du dir das Slytherin-Mantel, Krawatte und Zauberstab geholt hast, sehr, sehr nice. Nur weiß ich gerade nicht, was du mit Zauberstab meinst. Weil es gibt ja nicht den Slytherin-Zauberstab, also von Salazar Slytherin höchstens, aber ich wüsste jetzt nicht, dass man von dem den Zauberstab kaufen kann. Aber klär mich gern auf, wenn ich da schlecht informiert bin. Vielen Dank auch an alle, die gerade noch eine Spende reingeknallt haben. Das ging ja jetzt wieder Schlag auf Schlag gerade. Vielen Dank an Ilona nochmal für 1 Euro. Man kann nicht von jedem gemocht werden und sich für andere zu verstellen ist das Falscheste, was man machen kann. Wenn dich einer nicht mag, wie man ist, soll man von dem Finger lassen. Ja, absolut, absolut, ja. Also es ist eine Weisheit, die normalerweise eigentlich voll auf der Hand liegen sollte. Aber der Drang irgendwie trotzdem gut anzukommen, so keine Ahnung.
ich genieße es halt sehr, wenn ich das Gefühl habe, dass mich Leute verstehen, wenn Leute mich mögen, wenn sie mein Handeln so nachvollziehen können, wie ich es halt auch meine, wie, dass sie meine Intention nachvollziehen können, so wie ich sie halt habe. Und ich leide teilweise manchmal darunter, wenn Sachen umgedreht werden, mir im Mund umgedreht werden, falsch dargestellt werden, weil ich halt einfach weiß, dass es nicht so ist. Und gerade früher hatte ich immer, immer wieder den Drang, dann, ja, mich äußern zu müssen und zu sagen, ja, nee, ist nicht so oder bla bla, ne, weil ich einfach mich falsch repräsentiert gefühlt habe. Aber damit das einen Sinn verfolgt und einen Zweck erfüllt, müsste der Umstand gegeben sein, dass die Person, die Blödsinn erzählt, daran gewillt ist, objektiv die Sache zu betrachten und keinen Hasskick auf dich hat. Da das aber oft nicht so ist und die Personen halt hardcore subjektiv sind und generell schon eine Scheißmeinung von dir haben und die auch nicht ändern wollen, kannst du denen erzählen, was du willst. Du wirst es ihnen nicht recht machen. Trotzdem habe ich lange Zeit dafür gebraucht, einfach auch, weil ich mir teilweise gedacht habe, ich will trotzdem was dagegen sagen oder trotzdem meine Meinung da raushauen, weil, naja, wenn das andere lesen, also Unbeteiligte, die vorher vielleicht eine gute Meinung über mich hatten, dann werden sie vielleicht einfach auf den Zug aufspringen, weil ich halt nichts sage und dann eventuell denken, ja, die Person hat recht, weil Daniel äußert sich nicht, Daniel sagt nichts und die definieren dieses Stillschweigen dann als Zustimmung, was völliger Schwachsinn ist. Ich kann euch sagen, Leute, bei Dingen, wo ich mich heutzutage nicht äußere, egal was Hate anbelangt oder, ne, also es gibt verschiedene Sachen einfach, egal ob es jetzt YouTube-Kommentare sind oder so, ich gehe da nicht mehr drauf ein bei Falschdarstellungen oder so. Ja, weil es einfach keinen Unterschied macht und mir die Mühe das auch nicht mehr wert ist. Also, wer mich deswegen nicht mag, soll mich nicht mögen. Es ist mir mittlerweile echt sehr egal. Und da bin ich auch stolz drauf, dass mir das egal ist. Weil es ist, wie gesagt, eine unmachbare Aufgabe, an der man nur zerbrechen kann. Und ich will nicht irgendwas zerbrechen. Ich will glücklich sein. Ich will Spaß an dem haben, was ich hier tue. Und mich nicht von Leuten runterziehen lassen, die mich nicht mögen, die mich kacke finden, die irgendein Problem mit mir haben. Ja, und ihren Frust dann im Internet Auslauf geben müssen. Möchte ich einfach nicht. Ich haue meine Meinung fast immer raus, wenn auch so lieb wie möglich, aber will trotzdem von jedem gemocht werden. Funktioniert natürlich nicht. Ja, das war bei mir am Anfang auf Twitter ein Riesenproblem. Also ich habe ja gerade früher auf Twitter unglaublich oft meine Meinung auch zu kontroverseren Themen gesagt. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil, ja, also ich musste mich entscheiden zwischen, soll ich meiner Meinung jetzt einfach, der eine Stimme verleihen oder soll ich einfach meine Meinung für mich behalten? Und ich habe am Beispiel von J.K. Rowling gemerkt, dass es manchmal einfach besser wäre, als Person der Öffentlichkeit die Fresse zu halten. Was sie leider oft nicht tut. Unabhängig davon, wie ich jetzt zu Ansichten von ihr stehe oder so, ich will das Thema jetzt nicht aufkochen, aber keine Ahnung. Klar, es ist gut, manchmal zu seinen Werten zu stehen und zu dem zu stehen, was man denkt oder so. Aber wenn es einen dann mitnimmt, weil dann ständig alles im Mund umgedreht wird und da riesige toxische Diskussionen draus entstehen, dann ist es mir das auch einfach nicht mehr wert, Leute. Ich bin kein Politiker, ich muss meine Meinung nicht öffentlich breittreten. Ich werde an der Welt so nichts ändern. Ich habe meine Ansichten, ich habe meine Meinungen. Und wer mich privat kennt, kann diese gerne erfragen, gerne meine Sicht der Dinge hören. Aber dann in einem geregelten Umfeld, wo man vernünftig miteinander konstruktiv debattieren und diskutieren kann. Und nicht im öffentlichen Raum wie beispielsweise Toxic Twitter, wo dann Leute kommen, das retweeten und ihren Senf dazugeben, etwas komplett verdrehen und falsch darstellen und man am Ende dann so dasteht, wie man nie sein wollte und auch nie war, nur weil Twitter einfach eine scheiß Plattform ist zum Diskutieren und generell auch so. Also, Real Talk, Leute, würde es die DA da nicht geben, wäre ich nicht mehr auf Twitter. Twitter ist die letzte Plattform für mich und ja, ich mag Insta viel lieber und YouTube erst recht. Zeitumkehrer, ahoi! Ahoi! Und nochmal / Sun, weil Regen doof ist. Lenja, ich wünsch dir... Achso, du bist nur mal eben kurz weg. Okay, ja, dann bis gleich. Debbie, schön, dass du da bist. Grüße. Ich wünschte, ich könnte das auch. NG-Design, was meinst du? Also, dass dir die Meinungen von anderen egal sind oder dass du deine Meinung für dich behältst? Also, man muss seine Meinung nicht für sich behalten, Leute. Das ist jetzt nichts, was ich sage und behaupte, ja, Leute, macht mir das nach, weil das ist das Beste, was man tun kann.
Es geht darum, dass man das für sich selber abschätzen lernen muss. Möchte man seine Meinung kundtun und eventuell drunter leiden, wenn da riesen toxische Diskussionen entstehen? Oder möchte man dem aus dem Weg gehen und einfach seine Meinung für sich behalten? Das heißt ja nicht, dass man sich seine Meinung absprechen lässt. Das heißt nur, dass man, ja, es in einem geregelten Umfeld machen möchte. Und wenn einen das nicht stört, dass da irgendwelche Leute kompletten Schwachsinn schreiben. Ich meine, mich würde es wahrscheinlich auch nicht stören, wenn ich nicht so viel Reichweite hätte. Wenn ich einfach nur eine Privatperson wäre, wäre mir das scheißegal. Weil ich mir dann auch denken würde, ja, es ist meine Meinung, ich will die kundtun, ich habe jedes Recht dazu. Aber weil das dann eben, weil dann Leute kommen und halt aufgrund meiner Reichweite dann ein Riesenthema draus machen und ich einfach eine viel größere Angriffsfläche dadurch habe, ist es mir das dann halt nicht mehr wert. Privat gerne, aber nicht mehr in diesem Sinne über meinen YouTube-Kanal oder halt über meine öffentliche Person. Ist gesünder, ist angenehmer, gibt mir mehr Seelenfrieden und Seelenfrieden ist etwas, was man sich bewahren sollte, weil die Seele ist sehr empfindlich. Einmal verletzt, dauert es Ewigkeiten, bis ihr die wieder gepflegt habt und sollte gehütet und behütet werden, weil, ja, man sieht einem eine verletzte Seele nicht an, aber sie tut unfassbar weh und kann ganz, ganz schlimme Konsequenzen mit sich bringen. Und deswegen habe ich mir gesagt, es ist es mir einfach nicht wert, mein Seelenwohl dafür aufs Spiel zu setzen. Punkt. Ende im Gelände. Patrick P., vielen Dank für die 5-Euro-Spende. Und hast du schon Rezepte für Kochvideos rausgesucht? Und Meinungen hat jeder, kommt nur drauf an, wie man es ausdrückt. Ja, das auch, natürlich, klar. Aber wenn du eine Meinung hast und die vernünftig ausdrückst, Moment, ich muss kurz nochmal reloggen, aber die Meinung halt, die du hast, vielen Leuten nicht gefällt oder die da sonst irgendwas reininterpretieren, man wird ja oft in Schubladen gesteckt, je nachdem, ne, also was für Meinungen, was für Leute das dann lesen, dann ist es egal, wie vernünftig du die formuliert hast. Die Leute haben ein Problem mit deiner Meinung, drehen dir die Worte im Mund um und geben sie dann so wieder, dass sie auf einmal völlig fernab von dem sind, was ihr meintet und völlig toxisch und kacke klingt. Das ist ja ein Riesenproblem gewesen. Ich habe immer Wert darauf gelegt, meine Meinung vernünftig rüberzubringen. Also nach meinem Empfinden. Aber das hat nicht dazu geführt, dass sie nicht komplett verdreht wurden und ich dann trotzdem wie der größte Arsch da stand. Also, ja, das meine ich halt. Genau. Ursina hatte vorhin nochmal 5 Euro gespendet. Warte, bevor ich darauf eingehe. Patrick, bezüglich der Kochvideos. Ja, also, das ist so ein Thema für sich, Leute. Die nächsten Tage kommt ein ganz krasses Rage-Video von mir online. Ich bin nämlich stinksauer. Richtig stinksauer. Und schuld daran ist das neue offizielle Harry Potter Kochbuch. Dieses Buch hat mich aggressiv gemacht. Und was ich damit meine, das werdet ihr in ein paar Tagen auf meinem Kanal erleben. Mehr sage ich dazu nicht. Aber bezüglich Kochvideos, ich werde noch welche machen, aber sehr wahrscheinlich nicht aus diesem Buch. Naja, ihr werdet sehen, Leute. Aber ja, Kochvideos, ich plane sie schon noch, ja. Und Koch-Livestream ist auch geplant. Also zumindest in meiner Planungsliste. Noch nicht konkret, aber so ein bisschen halt. Genau. Ja, bin ja mal gespannt. Ja, Leute. Ich würde gerne jetzt schon upragen, aber dann nehme ich dem Video alles vorweg. Und das will ich nicht. Von daher behalte ich jetzt mal meinen Mund. Aber ihr werdet es sehen. Ja. Genau, Ursina hatte 5 Euro gespendet. Hast du mein Video gesehen auf Insta? Der Link ist nur noch 2 Tage verfügbar. Würde mich über eine Rückmeldung freuen per PN. Darf nicht veröffentlicht werden, leider. Habe ich tatsächlich gesehen, also noch nicht ganz, aber so zu 3/4. Ich finde es ultra spannend. Schade, dass es nicht veröffentlicht wird. Ich hätte es gerne mit Leuten in der DA geguckt. Aber ich finde es richtig professionell und richtig gut, wie du da auch performt hast. Also ja, aber ich muss mir noch ein ganz kleines Stück ansehen. Da mache ich das wahrscheinlich morgen oder so. Genau. Vielen, vielen Dank, Ursina. Oh Leute, ich freue mich gleich nach dem Stream, werde ich mir erstmal schön was zu essen holen. Ich habe nämlich momentan mega Heißhunger auf etwas Bestimmtes. Und ja, werde gleich erstmal ins Auto springen und mir was holen.
Ich sag euch nicht was, weil dann seid ihr wieder. Na gut, ist Currywurst Pommes. Ich habe heiß Hunger darauf ohne Ende, Leute. Ich denke den ganzen Tag nur an Currywurst. Also Currywurst hier, Currywurst da. Mit ordentlich viel grüner Tabasco-Soße obendrauf. Da habe ich gerade Bock drauf. Und niemand wird mich abhalten, nach dem Stream dahin zu fahren und mir eine geile, saftige Currywurst-Pommes zu holen mit verdammt viel Mayo und. Ja. Genau. So. Hab jetzt was Krasseres erwartet. Echt? Debbie, du kennst mich doch. Hä? Currywurst Pommes ist der Shit, Leute. Also ich habe meine Sucht ein bisschen in den Griff bekommen. In den Griff. Ich habe sie nicht geklärt, ne? Also hier, Currywurst Pommes Sucht ist noch immer real. Leider. Was heißt leider? Also, ja. Ich glaube, das Ungesündeste ist tatsächlich die Tabasco-Soße, die ich mit draufkippe. Ihr müsst euch vorstellen, und das ist wirklich nicht übertrieben, das ist, ich meine es so, wie ich es jetzt sage. Ich kipp mir auf eine Portion Currywurst Pommes. Das ist ein riesiger Teller mit ganz vielen Pommes und zwei Currywürsten und so. Also schon sehr groß. Aber ich kipp mir da eine fast halbe Flasche grüne Tabasco-Soße drauf. Ich will jetzt nicht damit rüberkommen, dass ich so, ach, so krass und geil wäre, weil ich so scharf esse. Die ist nämlich nicht scharf, Leute. Die grüne Tabasco-Soße ist einfach eher pikant. Aber ich liebe diesen Geschmack von der Soße. Und vor allem, aber nur da. Ich esse sie bei nichts anderem, nur bei Currywurst Pommes. Aber die hat halt unglaublich viel Säure, also so Branntweinessig da drin. Und danach habe ich erstmal für 2-3 Tage übelstes Sodbrennen, weil ich mir das so in Massen reinballer. Normalerweise macht man ja ein paar Tropfen drauf und ich hau die halbe Flasche drauf. Und ich sage euch, Leute, es ist wirklich die halbe Flasche. Also es ist keine absichtliche Übertreibung und ich will hier auch nichts irgendwie drastischer darstellen, als es ist. Es ist de facto eine halbe Flasche. Und ich glaube, das ist nicht so ganz gesund. Deswegen mache ich das auch fast gar nicht mehr. Weil ich hatte eine Zeit lang wirklich Magenprobleme deswegen. Das war gar nicht cool. Aber ich würde Currywurst-Pommes nicht mehr essen. Erstens, wenn es nicht die ist, wo ich immer bin, weil das ist die beste Bude überhaupt. Und wenn ich keine Tabasco-Soße hätte, dann würde ich die auch nicht essen. Also ohne Tabasco-Soße und ohne dieses eine Lokal, wo ich immer hingehe, würde ich die Sucht nicht mehr haben, weil die so krass an diesen beiden Aspekten hängt. So, jetzt habe ich genug über meine Currywurst-Pommes-Sucht geredet. Leute, worüber wollt ihr reden? Lasst es mich mal wissen. Weil sonst quatsche ich hier die ganze Zeit wieder nur über Currywurst-Pommes und ich weiß nicht, ob das so interessant für euch alle ist. So, schauen wir mal eben. Leute, guckt euch... Wow. Das nenne ich mal Struktur. Wow, 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 Leute. Das sieht mir doch mal sehr geil aus. Ich finde, dadurch wirkt die Fläche auch nochmal viel, viel größer als vorher, oder? Also ich finde, die wirkt sehr viel größer. Wow. Ich bin so gespannt, wenn diese ganzen spannenderen Strukturen noch mit dabei sind. Heute ist es ja noch relativ, eintönig, weil wir halt nur diese Bodenstrukturen umsetzen. Aber das wird ja alles noch sehr viel spannender, sobald wir richtige Korallen reinbauen und Steinstrukturen, so größere halt und so. Ha, ich bin gespannt, Leute. Ja, genau das meine ich, Skyflame. Also so, was du gerade meinst mit Höhen, Tiefen oder Unterwasserberge und so, genau das machen wir halt später. Weil da möchte ich gerne ein besonderes Augenmerk drauf legen und nicht einfach jetzt blind das Bauteam drauf losbauen lassen. Und deswegen erstmal nur diese Grundstruktur. Und wenn die dann fertig ist, dann kümmern wir uns um den heißen Scheiß, Leute. Zeitumkehrer, ahoi! So. Wangxi, welcome back. Schön, dass du wieder da bist. Isst du gerne Französisch, schreibt Ilona. Also, ich bin nicht abgeneigt. Aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt ein spezielles Gericht, wo ich sagen würde, boah, geil, französische Küche. Also, wenn ich ehrlich bin, also klar kenne ich französische Gerichte. Die sind ja auch sehr mit so Schnecken und so und Croissants und Baguette. Und was machen die Franzosen sonst noch Besonderes? Also vieles natürlich, aber warte, was fällt mir gerade noch ein?
Bouillabaisse ist französisch. Ja, also Krebs. Krebs auch, stimmt. Ja, nicht so gerne tatsächlich. Ja, ich weiß, es ist komisch, aber bin nicht so der Krebs-Fan. Ich bin Frösche. Real Talk, Leute, ich würde sie essen. Also, ich würde sie probieren. Ich habe gehört, die sollen wie Hühnchen schmecken. Ich bin ja sowieso, was Delikatessen anbelangt und kulinarische Neuentdeckungen und andere Länder, andere Sitten so, da bin ich voll offen. Also, ich würde alles probieren, fast alles probieren. Es gäbe natürlich auch für mich Grenzen. So, es gibt ja auch Länder, die essen wirklich alles von einem Tier, also auch Augen und so und Gehirn und so. Das muss nicht sein. Also, da bin ich dann auch raus. Aber wenn es darum geht, so, ja, verschiedene, also so Frösche zum Beispiel zu essen oder auch Insekten in Asien oder so. Die essen ja auch ganz viele Insekten. Würde ich auch essen. Hätte ich auch kein Problem mit. Rein in Surströmming. Oh, Maxinho, davon habe ich schon gehört. Das sind dieser ekelhaft stinkende Fisch aus Norwegen oder Dänemark oder so. Würde ich probieren. Aber ich sehe halt die ganze Zeit so Videos und da sind die schon am Kotzen, ohne dass sie es essen. Die riechen einfach nur dran. Risky, weiß ich nicht. Also, von weiter weg kann man ja immer eine große Klappe haben. Ob die dann auch noch so groß wäre, wenn dieser Surströmming vor mir steht. Steht auf einem ganz anderen Blatt, glaube ich. Ach, Schweden kommt das. Aus Schweden. Okay. Ich wusste irgendein skandinavisches Land. Ja, weiß ich nicht, Leute. Keine Ahnung. Also, vielleicht... Weiß ich ehrlich nicht, ob ich das essen würde. Wenn es vor mir steht, könnte ich da, glaube ich, eine gute Aussage treffen. Jetzt gerade fällt es mir schwer, weil... Naja, ich halt nicht... Kein Gefühl dafür habe, wie das dann riecht und wie das schmecken könnte. Aber Geruch kann ja auch sehr abschreckend sein. Ne? Das ist das Problem. Also wenn der Geruch gut wäre, dann könnte ich, glaube ich, vieles essen. Aber wenn der Geruch schon einen davon abhält, irgendwas in den Mund zu nehmen, dann, glaube ich, könnte das einen sehr abschreckenden Effekt haben. Mukade Teno, du bist heute echt krass dabei, was Spenden anbelangt. Hast die Nachricht gelesen von Tippi von mir? Und ach ja, ich werde jetzt Käsekreiner machen. Bin jetzt weg, bis dann, viel Spaß noch. Mukade, ich habe irgendwie 3 Spenden jetzt insgesamt von dir gelesen. Eigentlich müsste ich alles gesehen haben. Ah nee, warte, du hattest davor noch 1 Euro gespendet. Da war maximale Buchstabe voll, deswegen ein Zauberstab vom Ollivanders. Hab einen schwarzen mit goldenen Einkerbungen und Ebenholz mit einem Einhornhaar. Die Hogwarts-Schulachterbahn ist der Hammer. Wollte 2-mal fahren, hatte aber keine Zeit. Hä? Die Achterbahn? Aber die ist doch in, sag schnell, in den USA. Warte, wo waren das? Oh, Hirn. Orlando. Die war doch in Orlando. In Japan ist doch nur eine... Also, in Japan sind doch nur die... Hier, sag schnell. Die Studiotour, aber das ist doch keine Achterbahn. Oder? Glaub... Also... Wäre mir jetzt neu, dass da eine Achterbahn ist. Da müsste ich mir das nochmal anschauen. Das, ja, keine Ahnung. Weiß da jemand von euch mehr? Aber ja, ich will auf jeden Fall auch nach Orlando, Leute. Da bin ich richtig, richtig hyped drauf, wenn ich da mal hin kann. Weil, ja, also Studiotour wird ja dieses Jahr noch besucht in London. Da bin ich ja mit meiner Freundin Ende Dezember. Wir wollen zur Weihnachtszeit dorthin. Also wenn ich die Studiotour noch besuche, ich würde sie gerne mehrfach noch besuchen, aber immer zu einer anderen Festlichkeit. Weihnachten, must have. Weil Weihnachten ist einfach eines der größten oder das größte Fest, was auch in Harry Potter zelebriert wird. An Halloween möchte ich einmal in die Studiotour. Und ja, auf jeden Fall Weihnachten und Halloween. Und Weihnachten hätte ich dann durch. Also ja, hätte ich mega Bock drauf. Also habe ich mega Bock drauf. Und da wird es auf jeden Fall auch ein Video zu geben. Ja, Etty mit Video. Auf jeden Fall. Sherlock Ravenclaw hat 5 Euro gespendet. Kann Essliebhabern Liebhaber verstehen? Hau auf mein Essen immer gefühlt 5 Esslöffel Currypulver gemischt mit Chili rein. Wünsch guten Hunger. Ja, man hat einfach so seine Geschmacksrichtung, sage ich mal. Und ich kann das auch absolut verstehen. Ich mag auch scharf sehr gerne, muss ich sagen. Also richtig scharf, jetzt nicht grüne Tabasco-Soße scharf, sondern also ehrliches scharf.
Ja, von daher, ja, guten Hunger, lieber Sherlock Ravenclaw. Vielen, vielen Dank für deine Spende und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Dankeschön. So, Leute, wir sind wirklich gut am Vorwärtskommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles so schnell schaffen. Aber es ging doch jetzt ein bisschen zügiger als erwartet. Denk an die Zeit. Oh ja, Leute, ich sehe es gerade. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam, langsam Richtung Ende. Let's Build Fuchsbau wird ja jetzt die Tage, was ist denn jetzt los mit meinem Kopf? Also normal, Leute, ich fange nochmal von vorne an, ja. Let's Build Fuchsbau wird ja jetzt auch nicht mehr so lange gehen. Ich denke mal, in den nächsten 2 Folgen wird es dann vorbei sein. Und dann werden 2 LBH-Streams bis zum 24-Stunden-Stream pro Woche kommen. Das heißt, wir werden viel Zeit haben, das alles zu bearbeiten, aber Leute, gönnt euch mal diesen Anblick hier. Was eine gigantische, gigantische Wasserfläche hier später sein wird. Und es ist noch nicht mal die ganze, weil hier wird noch viel abgetragen. Das ist so eine gigantische Fläche und es sieht schon echt sehr, 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 sehr genial aus. Oder wie seht ihr das, Leute? Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin sehr begeistert und freue mich sehr, dass wir da so ein bisschen, ja, nach vorne kommen, was die Aufgabe anbelangt. Vor allem, guck mal hier auch, das sieht so genial aus. Wow. Ja, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich hole mir mal eben meine Galeonen. Und ich glaube, es wäre auch ganz cool, wenn wir das hier oben auf diesem gelben Klotz machen. / Game Mode 1. So. So, / Sign und E, vielen Dank für deine Mithilfe im Hashtag LBH Livestream vom Abowand. Können wir machen, aber haben wir das nicht sogar erst letztens gemacht? Welchen haben wir heute? Den 17. Oktober 2023 und ein Herz. So. Ja, Abowand hatten wir erst, stimmt, Predi. Ja, ja, deswegen würde ich heute nicht machen, Leute. Das soll ja was Besonderes bleiben. So, ans Bauteam gerichtet. Ihr könnt gerne schon mal eure Sachen wegbringen. Genau, bitte einmal aufhören zu bauen und einmal Sachen wegbringen. Weil dann würde ich noch kurz, ja, hier die Bestellung halten. Fliegen wir nochmal eben hier ein bisschen rum. Auch für die neuen Zuschauer, falls welche dabei sind. Um einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es jetzt hier aussieht. Guckt mal, Leute. Der ganze Boden hier. Und es geht auch hier noch ein bisschen weiter. Also wir haben nicht den ganzen Boden bisher mit Profil versehen. Und hier und da müssen wir auf jeden Fall noch mehr Feinheiten einbringen, damit es noch zerklüfteter aussieht. Aber es macht doch einen sehr guten Eindruck. Hier vorne fehlt es allerdings noch. Hier muss auch noch sehr viel gemacht werden. Schaut mal, hier ist auch noch einiges an Fläche. Oh, und sehr viele Eulen. Was macht ihr denn alle hier? Hallo, Eulen? Ja, die tun wir mal eben weg. Das ist, glaube ich, schon so ein Bug, den ich mal hatte. So, okay, das hätten wir. Genau. Ah, hier hinten wurde doch sogar schon ein bisschen angefangen. Oh, da wollte aber jemand ein bisschen, ja, Introverts be like. Ja. Das könnte ich sein. Einfach so voll weg von allen und dann einfach hier anfangen. Aber ist ja okay, ich habe gesagt überall. So, da haben wir auch noch eine Eule. Also wir haben noch sehr viel vor uns. Und Leute, wenn wir mit dem Boden fertig sind, heißt das nicht, dass wir dann nichts mehr, also dass wir mit allem fertig sind, denn diese ganzen Berge hier, das alles hier, muss immer noch sehr viel weiter nach hinten abgetragen werden. Das heißt, auch die Fläche vom Schwarzen See wird dadurch automatisch nochmal um einiges, einiges größer. Ja, also es wird spannend, Leute. Es wird sehr, 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 sehr spannend. So, jetzt holen wir uns aber erstmal das Bauteam zurück. Denke ich zumindest, dass ich das langsam kann. / Day. So. Bauteam. Oh, guck mal, auch übrigens oben auf der Minimap. Das sieht auch mega geil aus mit der ganzen Struktur jetzt am Boden. Wobei ich glaube, es wird noch geiler aussehen, wenn das hier alles mit Wasser geflutet ist und man dann wirklich Hogwarts umgeben von Wasser sieht. Das wird auch mega, mega nice werden.
So, ich mache eben Bau-TP. Wenn jemand dabei sein sollte, der noch nicht ganz leer ist, nicht schlimm. Das könnt ihr dann noch machen, sobald ich euch die Galeone gegeben habe. Danach direkt. So, hallo Leute. Dann teilt euch mal ein bisschen auf. So, Saphiro. Vielen, vielen Dank. Saphiro, warte. Vielen Dank fürs Helfen heute. Danke dir. Dankeschön auch an Lalira Blue Angel fürs Helfen heute. Danke dir. Dankeschön an Melo die Robbe fürs Helfen heute. Dankeschön. Dann haben wir noch den Balu hier. Danke dir auch vielmals. Oder der Cäsar. Wer kriegt sie? Balu kriegt sie. Vielen Dank, Balu. Und Dankeschön auch an der Cäsar fürs Helfen heute. Action Andy, dir auch vielen Dank. Dankeschön auch an das Original fürs Helfen. Natürlich. Dann haben wir noch den Nerfbuster. Vielen Dank auch dir fürs Helfen. Hast du eine? Ja, sehr schön. Waschbär, auch dir vielen, vielen Dank fürs Helfen. Und last but not least, der liebe Fred. Vielen Dank auch dir fürs Helfen heute. So, dann kriegt ihr natürlich alle noch eure Bezahlung. 1000 Tacken. Und ja, Leute, mit vereinten Kräften haben wir heute einen sehr, sehr großen Fortschritt geschafft, wie man sehen kann. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen, bis der 24-Stunden-Stream dann am Start ist. Und ja, also ich bin zuversichtlich, aber es steht halt noch sehr viel an. Deswegen der zweite LBH-Stream pro Woche ab Ende von LBF ist definitiv mehr als nur nötig. Und ich, ja, freue mich da sehr drauf, weil wir haben echt unendlich hier zu tun. Nochmal der Appell, Leute, wenn ihr hier gerade zuschaut und noch nicht auf dem Server spielt, ändert das ganz schnell, denn es war noch nie wichtiger. Und dann könnt ihr hier früher oder später dann auch mithelfen. Oder generell, wenn ihr auf dem Server spielt und ihr, ja, nicht wisst, ob ihr online kommen sollt, ich werde in den nächsten Streams alle, die da sind, mit dazu holen. Alle, die wollen, besser gesagt. Und von daher, ja, kommt, wie gesagt, gerne dazu. Der heutige Stream-Hashtag heißt Hogwarts-Akne. Einfach, weil das aussieht wie so eine Pickellandschaft hier. Ja, Hogwarts-Akne. Keine Ahnung, Leute. Habe ich mir selber ausgedacht. Kommt ja auch manchmal vor, dass ich mir was selber ausdenke. Und ja, dann würde ich sagen, switche ich nochmal eben rüber zu den Spenden, weil es kamen heute wieder sehr viele rein. Und dass ich hier keine vergesse. So, schaue ich mal eben. Wo kam die erste Spende rein? Die habe ich. Günni Potter hatte noch 1 Euro gespendet. Daniel, wie wäre es mit der Höhle unterirdischer Hafen, in der Hagrid mit den Erstklässlern anlegt? Ja klar, die müssen wir auch bauen. Auf jeden Fall. Wo genau, weiß ich noch nicht, aber das klären wir noch. Aber ja, werden wir auf jeden Fall. Gute Idee, Günni. Gut, dass du es nochmal geschrieben hast. Und vielen Dank für die Spende. Und ein fingergeformtes Herz geht raus an dich. Dankeschön. Das habe ich schon. So, das habe ich auch schon. Nee, sonst habe ich alle, Leute. Ich hoffe, der heutige Stream hat euch Spaß gemacht. Liebe Streuen, werden wir beim nächsten LBH-Stream, können wir das gerne mal wieder machen. Ja, genau. Ja, ist eine gute Idee, glaube ich. Können wir auch mal wieder machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über jeden Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu neuen Videos auf meinem Kanal. Macht es gut und bis dann. Ciao, Leute. Und schönen Abend.